Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Roland. Du hast es erwähnt, mein Karrieregipfel natürlich, LSB Insights zu moderieren. Und ich muss jetzt erstmal ganz kurz, Transparenz ist ja wichtig, offenlegen, dass ich Bibiana Steinhaus erstens schon eine Weile kenne, zweitens duzen wir uns, was natürlich bei uns im Showgeschäft üblich ist, aber ich möchte einfach nur klarstellen, ich habe sie bei einem Vortrag mal kennengelernt und war wirklich fasziniert so von ihrer Klarheit und Zupackendheit. Sie hat mir wiederum für ein Buch, das ich mal geschrieben habe, Männerspagat, da geht es um so neue und alte Männerrollen, hat sie mir einen Blurb spendiert. Das sind hier so diese Empfehlungstexte, warum das ein super tolles Buch ist. Allein deswegen bin ich ihr schon dankbar. Liebe Bibiana, schön, dass wir uns auf diesem Wege mal sehen. Wo steckst du? In Niedersachsen, in deinem kleinen Bürochen, oder? Guten Morgen, Hajo. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich sende herzliche Grüße aus Italien. Ich bin gerade in Bergamo, denn auch wenn ich meine aktive Laufbahn auf dem Feld beendet habe, bin ich weiterhin als Videoschiedsrichterin aktiv, auch heute Abend in der Champions League. Hajo, ich freue mich total auf unseren Talk heute, denn ich muss sagen, ich liebe deinen Wortwitz. Ich liebe deine Art und Weise, Informationen aus den Menschen rauszuholen und bin sehr gespannt, mit welchen Fragen du mir heute begegnest. Die erste ist natürlich, morgen wird Stephanie Frappard als erste Frau ein Champions League-Spiel pfeifen. Das ist schon wieder Fußballgeschichte und zwar zwischen Juventus und Dynamo Kiew. Und als Patriot, als Bibi-Fan, als Bewunderer deiner Laufbahn denke ich mir, ha, das hättest du eigentlich auch machen können. Fällt dir das jetzt leicht, deiner Schwester das jetzt einfach so zu überlassen? Eigentlich wärst du da dran gewesen. Also ich freue mich riesig für Stefanie, weil ich weiß, wie viel Arbeit, wie viel Vorbereitung, wie viel Dedication es braucht, um bis dahin zu kommen. Wir kennen uns gut, wir waren auch gerade gestern in Kontakt. Ich habe ihr viel Erfolg gewünscht für das Spiel, weil es nicht nur für sie ein ganz wichtiger Schritt ist, sondern auch für die Frauen im Fußball ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ohne ihr jetzt zusätzlich Ballast aufzuladen, weiß ich natürlich, dass man nicht nur für sich einen Meilenstein einschlägt, sondern natürlich auch gesellschaftspolitisch da neue Rollen definiert. Genau deswegen hat es mich und ich glaube auch viele andere sehr überrascht, dass du deine Karriere auf dem Rasen, also auf dem Platz, da wo es entschieden wird, aufgegeben hast. Du hast im September, glaube ich, Bayern gegen Borussia Dortmund als letztes Spiel gepfiffen. Und warum? Wie konntest du uns das antun? Und das ist ganz lieb. Erstmal vielen Dank für das nette Feedback. Ja, nach 3 Jahren Bundesliga-Aktivität war es natürlich ein weinendes Auge und aber auch ein lachendes Auge, muss ich sagen. Für mich war die Corona-Zeit auch ja nachhaltig. Also da sind wir, glaube ich, ja alle mehr oder weniger mal in uns gegangen, um zu gucken, wo stehen wir eigentlich, was ist noch so wichtig im Leben, wo wollen wir hin, wie soll das aussehen? Und das hat mich schon auch zu dem Entschluss reifen lassen, gibt es da vielleicht noch was anderes? Also was gibt es noch realistischer auch im Fußball für mich zu erreichen? Ich bin jetzt 41 Jahre alt und da muss man einfach sagen, kommt man auch körperlich irgendwann an seine Grenzen und du als passionierter Läufer wirst es vielleicht Oh. auch kennen, wenn der Gedanke noch sehr frisch ist, die Verletzungen aber zunehmen. Genau, und für mich war es dann einfach wahnsinnig wichtig, dass ich selbstbestimmt das Feld verlasse, dass ich selber entscheide, wann ich abpfeifen möchte, dass ich das ohne einen Verletzungsgrund tue, ohne ein Spiel, was vielleicht aus dem Ruder läuft, sondern dass ich ganz selbstbestimmt die Bühne über die Vordertür verlasse. Und das war mir wichtig. Du musst das jetzt nicht kommentieren, aber es fällt mir da
so einen Bundestrainer ein, der diesen Punkt so ein bisschen verpasst hat. Aber das wirst du vermutlich als Profi nicht kommentieren. Du hast dich jetzt praktisch vom Rasen in die dunklen Gemächer der Videoschiedsrichterei begeben. Es gibt diesen legendären Kölner Keller, wo die Videobeweise immer ausgewertet werden. In dieser Rolle bist du jetzt auch in Bergamo, Atalanta gegen Midtjylland. Das ist doch nicht dasselbe, oder? Was einfach wahnsinnig schön ist, ist, dass ich meine Erfahrungen, die ich über 25 Jahre auf dem Platz gesammelt habe, an junge Kollegen einfach noch weitergeben kann, sie unterstützen kann, diese neue Rolle des Videoschiedsrichters ausfüllen kann und auch kreativ diese Schritte mitgestalten kann. Also es ist ja noch ein relativ junges Projekt. Das wird sich ja noch sehr stark entwickeln. Und mit diesem Perspektivwechsel freue ich mich natürlich, dem Fußball irgendwie erhalten zu bleiben. Denn, um nochmal den Schritt zurückzumachen, loslassen ist ja wirklich nie einfach. Und so diesen Moment zu finden, wann ist der richtige Moment, um loszulassen, das ist immer schwierig. Jetzt mal ganz praktisch. Ihr sitzt da wahrscheinlich vor so Bildschirmen. Ihr kriegt dann auch noch mal eine Zeitlupe eingespielt und sowas. Ist das, das ist natürlich, ich sag mal, von den Möglichkeiten her, von den Perspektiven her, auch vom Tempo her ein anderes Arbeiten. War das eine Umgewöhnung? Das hat mich ja in den letzten Jahren schon begleitet. Da habe ich ja beide Tätigkeiten ausgeübt, sowohl auf dem Feld als auch als Videoschiedsrichterin. Wir haben für jedes Spiel 24 unterschiedliche Kameraeinstellungen und haben vor uns 8 Bildschirme, auf denen wir unterschiedlich die Kameraperspektiven einstellen können. Wir können 150 Bilder pro Sekunde gucken, wir können aber auch 25 Bilder pro Sekunde gucken. Die Kameras geben da unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen her. Und da gilt es dann, möglichst schnell den besten Blickwinkel auf die Situation zu finden, um Klarheit zu schaffen. Das ist eine echte Herausforderung, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Jetzt mal so, ohne dass man Namen oder Situationen nennt, aber es hat sich dein Blick auf faul oder nicht faul, auf Schwalben oder nicht Schwalben, hat sich der verändert im Vergleich zum Arbeiten auf dem Feld, wo du natürlich nicht diese ganzen Möglichkeiten hast? Also würdest du sagen, du bist vielleicht damals als Schiedsrichterin auf dem Platz häufiger mal getäuscht worden durch so einen besonders talentierten Fliegerkönig oder sowas? Also siehst du deine Arbeit jetzt anders, noch differenzierter? Auf dem Feld gilt es ja auch immer, mit 22 Menschen zu agieren und zu kommunizieren und diese Interaktion zu gestalten. Und das war ja immer eine meiner ganz großen Stärken. Jetzt vor dem Videobildschirm ist das alles nicht mehr ausschlaggebend. Es geht darum, Bilder zu analysieren. Ich zeige genau, es geht darum, mal in Bilder Aktion zu hier. Analysieren und explizit zu schauen, was geben die Bilder her? Also welche Evidenz, welche Klarheit zeigen Bilder im Gegensatz eben zu dieser Interaktion, die man normalerweise sonst eben zusätzlich noch hat? Hat das die Spieler eigentlich beeindruckt, dass sie jetzt das Gefühl haben müssen, da guckt immer noch mal einer zu, der nicht mit auf dem Platz steht? Hast du das Gefühl, die sind ein bisschen vorsichtiger geworden, weil da einfach noch eine zusätzliche Instanz ist, die man nicht kontrollieren kann? Na, das merkt man ja schon sehr deutlich auch am Spielerverhalten. Und das ist ja auch was die Fans immer kritisieren an diesem Videoassistenten, dass sobald Tore geschossen werden, die knapp sind, und das spüren Spieler ja auch, dass sich die Frage Abseits irgendwie nochmal auftut, dass dann immer nochmal so ein Moment Verhalten gewartet wird, bis dann endgültig das Tor dann auch gefeiert wird. Also das macht natürlich schon was, auch mit den Spielern, dass die wissen, da gibt es noch jemanden im Hintergrund, der schaut dann nochmal drüber. Aber ansonsten auch da ganz deutlich, die Entscheidung trifft immer der Schiedsrichter auf dem Feld. Also auch der Videoassistent kann dem Schiedsrichter nur assistieren und ihm Bilder anbieten. Die finale Entscheidung liegt immer beim Schiedsrichter.
Lass uns noch mal kurz in dein Leben zoomen. Es war ja schon eine, man kann sagen, mutige, andere würden sagen, verrückte Entscheidung, dass die junge Bibiana Steinhaus mal irgendwann für sich entschieden hat, ich will dahin, wo sonst eigentlich nur die Jungs sind. Und dann hast du ja einen Weg angetreten, der, das darf man wohl sagen, etwas mühsamer war als der der Männer. Es gab dann ein großes und, wie ich fand, sehr einfühlsames Porträt im SZ-Magazin. Ich glaube, Lars Reichert hat es geschrieben, der einfach mal deinen Weg nachgezeichnet hat, wie das dann ist bei den Prüfungen und den Lehrgängen und dem ganzen Kram. Da bist du schon echt einen harten Weg gegangen. Warum? Du hättest doch auch einfach als Polizeibeamtin in Niedersachsen schön, ne, das, den Garten bestellen können oder selber kicken können. Warum hast du das getan? Weil diese Leidenschaft für den Fußball mich nicht losgelassen hat und diese Leidenschaft für die Aufgabe des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin für mich so faszinierend war, dass ich das auf allerhöchstem Niveau ausüben wollte, weil es für mich keine sichtbaren Unterschiede zwischen der Frage Mann oder Frau gab, sondern nur der Frage guter Schiedsrichter oder sehr guter Schiedsrichter. Und was aber auch sehr spannend war, als der Lorenz Wagner mich für das SZ-Magazin sehr lange begleitet hat, nochmal so diesen Blick von außen, diesen Spiegel von außen vorgehalten zu bekommen. Denn ich war natürlich sehr stark in der Materie verankert. Ich kannte das über Jahre so. Da haben sich natürlich auch Verhaltensweisen, Kommentare so eingeschlichen, die ich gar nicht mehr wahrgenommen habe, die aber der Lorenz Wagner sehr explizit zu Papier gebracht hat. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal diese Reportage las, habe ich mich auch ein Stück weit erschrocken, weil ich festgestellt habe, dass für mich viele Verhaltensweisen auch meiner Kollegen mir so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass ich gar nicht mehr erkannt habe, dass es andere Menschen durchaus irritieren könnte. In so einer Männerwelt ist ja die Frage, wie man als Frau da besteht. Du hattest ja keine Mitstreiterin. Du warst wirklich alleine in diesem, ne? Die einen sagen Haifischbecken, die anderen sagen Streichelzoo. Aber musstest du, ich sag mal, einen Teil deiner Bibianerhaftigkeit einfach zur Seite legen und auch diese klassischen Männereigenschaften, so wo ich bin, da kommt keiner dran vorbei oder so. Also musstest du die Spielregeln ein Stück weit übernehmen oder hast du da deinen eigenen Weg gefunden? Zum Anfang habe ich sehr gedacht, dass ich das übernehmen müsste, dass ich so sein müsste wie meine Kollegen. Dass ich mich da sehr stark anpassen muss, um in dieser Gruppe mitzuschwimmen. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, wenn man so einen Fischschwarm hat, in dem man gerne zu Hause sein möchte, dass man natürlich dann auch schaut, dass man sich so verhält wie die anderen Fische, so aussieht wie die anderen Fische und da dann entsprechend so mitschwimmt. Bis ich irgendwann verstanden habe, ich bin halt der Nemo und den Lachsen, meinetwegen. Und es ist immer diese orangene Farbe, in meinem Fall dann der blonde Pferdeschwanz, das wird immer auffällig sein. Egal wie sehr sich Nemo bemüht, wie ein Lachs zu schwimmen, wie ein Lachs auszusehen, es wird nicht funktionieren. Und das für mich zu erkennen und diese Einzigartigkeit dann eben auch anzuerkennen, anzunehmen und zu leben, ich glaube, das war so ein entscheidender Schlüsselmoment, auch in meiner ganz persönlichen Entwicklung zu erkennen, nein, so bin ich, das bin ich. Das macht auch meine Stärke aus. Diese Andersartigkeit macht meine Stärke, die werde ich nicht unter den Tisch fallen lassen, nur um so zu sein wie alle anderen. Deine Geschichte ist natürlich auch eine Geschichte der Motivation, kann man sagen. Also es gab vermutlich doch auch den einen oder anderen Moment, wo du dich vielleicht mal gefragt hast, bei aller Liebe zum Fußball, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte jetzt auch schön zu Hause auf dem Sofa. Wie hast du dich in solchen Momenten da wieder, ich sag mal, am eigenen Pferdeschwanz aus der Krise gezogen? So, hui. Ja.
Ist ein schönes Bild, ja. Vor allem, ja, die Leidenschaft am Sport, an der Schiedsrichterei hat mir immer wieder geholfen, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und man selber kann sich natürlich immer wieder ein Stück weit rausziehen. Aber ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich explizit mit Menschen umgibt, die einem wohlgesonnen sind, die einen motivieren können, die einem Dialogpartner sind, die einem Mentor, Unterstützer, aber auch ja, Sparringspartner sind und einem in einer solchen Krise, in einem solchen Moment, wo man sagt, warum mache ich das eigentlich alles, immer mal wieder auf den Weg zurückführen, deshalb, weil du ein Ziel hast und das deine Bestimmung ist. Gab es diese Figuren, diese Mentoren oder Freundesfiguren, gab es die auch innerhalb des DFB, innerhalb der Schiedsrichterszene oder musstest du dir die Energie immer von außen holen? Sowohl als auch. Also die gab es von außen, weil es auch ganz, ganz wichtig ist, sich mit Menschen immer mal wieder auseinanderzusetzen, die nicht in diesem Inner Circle sind, sondern die von außen einen Blick auf die Situation haben können und alles mal wieder so ein bisschen in Perspektive setzen. Und aber auch die im Inner Circle, die Mentoren und Unterstützer, die die Szene sehr genau kennen, die einfach nochmal einen anderen Input haben und da dann auch die Verbindung einfach knüpfen können. Ich glaube, dass es wichtig ist, in beiden Bereichen diese vertrauten Menschen zu haben, um sowohl den Inner Circle pushen zu können, als auch von außen mal wieder Dinge in Perspektive zu setzen und zu verstehen, dass Fußball jetzt nicht zwingend der Mittelpunkt der Erde ist. Also ich verstehe daraus, dass der DFB oder die Schiedsrichterblase, die sind nicht alle gleich, sondern da gibt es offenbar auch selbst, obwohl alles alte weiße Männer, so wie ich, gibt es da auch Unterschiede. Hattest du das Gefühl, es gab wirklich Verhinderer, also Leute, die einfach sagen, sowas hat es noch nie gegeben, ich sage mal so der klassische Traditionalist, dass die dich wirklich verhindern wollten, oder war da einfach überwiegend so männliche Bräsigkeit, dass man sich einfach nicht weiter darum gekümmert hat. Ich glaube, dass es Menschen braucht, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, dass es Menschen braucht, die mutig sind, die Vertrauen haben, die Menschen auch erkennen können, die Menschen führen können, die selber starke Persönlichkeiten sind, um an ihrer Seite können. Also, wie führe ich, wie bilde ich Nachwuchs aus, wie gehe ich mit mir Anvertrauten um? Das, glaube ich, sind entscheidende Fragen für jede Führungskraft, wenn sie ihre eigene Stärke analysieren möchten. Und da sind andere noch besser als Menschen, die gut sind. Wir haben gerade eine Debatte in der Bundesregierung, brauchen wir eine Quote in Vorständen? Wir hatten hier vor ein paar Wochen bei LSB Insights Janina Kugel, früher Vorständin bei Siemens, die dann, wie auch immer, jetzt Freizeit hat. Man hat den Eindruck, dass die Gleichstellung jetzt keine lineare Kurve ist, sondern naja, so ein bisschen im Wandel. Corona zum Beispiel hat in vielen Familien dazu geführt, dass die Frauen wieder zurückgeworfen wurden auf ihre Mutter, Versorgerin, Tröster. Ich weiß nicht, was so die klassischen Rollen. Hast du den Eindruck, wir sind im Moment wieder, ich sag mal, in so einem Abschwung, was Gleichstellung, Diversity angeht? Ich habe die Diskussion, die Janina, Maria Furtwängler, Katja Kraus in der Bundesregierung nochmal aufgenommen haben und unterstützt haben in der Pressekonferenz, sehr wohl sehr nah verfolgt. Und auch ganz aktuell ist ja im Stern ein großer Bericht über die Frage Quote, Frauenquote. Ich habe meine Einstellung zur Frauenquote über die Jahre auch sehr stark verändert, das darf ich gestehen. Am Anfang war ich davon überzeugt, dass ausschließlich die Leistung das alles entscheidende Kriterium ist und sich Leistung immer durchsetzen wird. Der Überzeugung bin ich auch weiterhin.
Aber ich habe verstanden, dass wenn wir die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen für Diversität nicht schaffen, dass Menschen in Führungsfunktionen immer Menschen fördern werden, die ihnen sehr ähnlich sind, die ähnliche Werte haben, die ähnliche Arbeitsmethoden verfolgen, ähnliche Strategien. Und wenn wir als Gesellschaft auch uns für die Zukunft stärker aufstellen wollen und alle vor dem Hintergrund der ja sehr alle positiven Aspekte mitnehmen wollen und fördern wollen, dass wir uns breiter aufstellen müssen. Und da haben auch Frauen eben Stereotyp, andere Schwerpunkte. Und das gilt es einfach auch mitzunehmen in die Diskussion. Insofern finde ich die Diskussion, die von Janina und ihren Kolleginnen angeregt wurde, unglaublich wichtig, auch wahnsinnig gut, bis wir dahin kommen, dass wir 50-50% denn dann auch anstreben. Aber nochmal und auch in aller Deutlichkeit, Leistung muss weiterhin ein entscheidendes Kriterium sein. Nur das Geschlecht sollte nicht Maßgabe und Grundlage dafür sein. Was man auch nicht häufig genug betonen kann, und das fand ich auch an deinen Statements immer sehr interessant, du hast gesagt, Mann, Frau ist ja nur ein Diversity-Kriterium. Es gibt Religionen, es gibt Kulturen, es gibt ganz viele Gruppen, die nicht ausreichend repräsentiert sind. Insofern haben wir es hier nicht nur mit einem Gender-Thema, sondern eigentlich mit einem gesellschaftlichen Thema zu tun. Hast du den Eindruck, dass in deiner Zeit im Sport sich da was getan hat? Ich meine, weißt du, wenn Özil ein Tor schießt, das uns zum Weltmeister macht, dann ist er unser Mesut, ja, und wenn er daneben schießt, den entscheidenden Elfer, dann ist er der dumme Türke. Also ich spitze jetzt ein wenig zu, aber die Wahrnehmung ist ja so. Hat sich da was getan? Danke, dass du den Blumenstrauß nochmal weiter aufmachst, finde ich unglaublich wichtig. Ja, Diversity hat mehr als die Frage Mann oder Frau. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir wichtigere Themen auf dieser Welt haben als die Frage, ob ein Mann einen Mann küsst oder eine Frau eine Frau. Das auch mal in aller Deutlichkeit. Mhm. Das können nur, ich glaube schon, dass sich viel verändert hat in den letzten 20 Jahren. Wenn es nach mir geht, aber noch nicht genug und nicht schnell genug. Und wir müssen eine breite Akzeptanz in unserer Gesellschaft schaffen, dass die Frage der Hautfarbe, die Frage der Religion, die Frage des Geschlechtes zweitrangig sind, bei der Frage, wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir unsere Gesellschaft und diese Regeln in unserer Gesellschaft aktiv mitgestalten? Das muss doch die Frage sein. So, ich kann nur noch mal herzlich einladen zur einzigartigen Chance, Bibiana Steinhaus direkt Fragen zu stellen. Das geht über die Chat-Funktion, also her damit, sonst mache ich einfach weiter. Ich betrachte es als Kompliment, wenn keine Fragen gestellt werden. Sag mal, worüber wir Fußballfans, liebe Bibi, in den letzten Monaten ja durchaus nachgedacht haben, angesichts von Geisterspielen und ne, der Normalbürger weiß nicht, wo er einen Schnelltest herkriegen soll und in jeder Bundesliga-Mannschaft werden die 100-fach ausgegeben. Ich habe den Eindruck, der Fußball hat ein ganz klein bisschen von seinem Zauber verloren in diesen Corona-Zeiten. Teilst du das? Zum einen muss man natürlich sagen, dass der Fußball eine sehr exponierte Stellung im Moment genießt. Das ist, glaube ich, unbestritten. Fußballer können ihren Beruf ausüben und nahezu ja, in ihrer eigenen Bubble da weiterhin ihren Sport ausüben. Das ist sicherlich außergewöhnlich in dieser Situation und auch ganz wichtig, um da einen gesellschaftlichen Blick drauf zu haben, die Testkapazitäten durch den Fußball
betragen maximal 4% der Gesamtkapazitäten. Also insofern, das geht nur, solange immer noch genug Tests da sind, solange die Situation gesamtgesellschaftlich nicht in irgendeiner Form durch den Fußball negativ beeinflusst wird. Also das ist ganz, ganz wichtig, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, was auch die Zahlen und die Testkapazitäten angeht. Aber es ist so, der Fußball hat eine sehr exponierte Stellung. Macht das noch Spaß, Fußball zu gucken, Fußball zu spielen auch ohne Fans? Macht das noch Spaß für den Schiedsrichter, ein Fußballspiel zu leiten in einer sehr sterilen Kulisse? Es ist auf jeden Fall anders. Und wir alle, Schiedsrichter, Spieler, Trainer, am Spiel Beteiligte, würden uns die alten Zeiten wieder zurückwünschen, wo Emotionen im Stadion, Zuschauer, Fangesänge, all diese Herausforderungen, die das Spiel natürlich noch komplexer machen, alkoholische Getränke, Kaltgetränke, selbstverständlich, ja, all das gehört doch auch ein Stück weit dazu. Und die dritte Halbzeit ist doch für einen Fußballfan auch wichtig. Und das vermissen wir alle sehr. Dass Fußballvereine aber auch Wirtschaftsunternehmen sind, wissen wir, glaube ich, spätestens jetzt. Und da sportlichen Aspekt zu beachten, sondern natürlich auch eine wirtschaftliche Situation in den Vereinen. Und insofern ist es schön, dass diese wirtschaftliche Tragfähigkeit da weiterhin unter Beweis gestellt werden kann. Denn auch sonst, das muss man auch sagen, müssten auch die Fußballvereine anders auf wirtschaftliche Hilfen zurückgreifen, als sie es im Moment vermeiden können. Hier kommt eine Frage, und zwar eine, die ich natürlich als Moderator längst hätte stellen müssen. Aber worüber sprechen Sie, wenn Sie als Speakerin auftreten, Frau Steinhaus? Also vor allem geht es mir wirklich um wertschätzende Kommunikation. Also wie beziehe ich Menschen in Entscheidungsfindungen ein? Welche Chancen habe ich, transparent, trotzdem klar und berechenbar zu sein? Wie gehe ich mit diesen Herausforderungen in Kommunikation um? Und das nicht nur 1:1 verbal, sondern heute natürlich auch E-Mails, digital. Wie konzipiere ich auch Zoom-Meetings? Wie beziehe ich meine Mitarbeiter entsprechend auch mit ein? Also das ist ein Thema, finde ich, gerade im Moment auch wahnsinnig spannend. Motivation ist immer eine Frage, wenn es darum geht, wie komme ich meinem Ziel denn näher? Was ist denn überhaupt mein Ziel? Wie habe ich das definiert? Welche Mittel, Möglichkeiten, Methoden stehen mir denn zur Verfügung? Und als Schiedsrichterin, und das ist natürlich auch klar, geht es immer darum, Entscheidungen zu treffen innerhalb kürzester Zeit, mit einem Fachwissen, was man sich über Jahre angeeignet hat, und der Kürze der Zeit, die mir zur Verfügung steht, Entscheidungen zu treffen unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, unter dem Druck der Medien, unter dem direkten Feedback von Spielern. Das ist natürlich eine mega Herausforderung und sehr komprimiert das jeden Tag beschäftigen müssen. Ich fand es beeindruckend, dass ich deinen Vortrag, also damals, ist ja schon länger her, erlebt habe. Es gibt ein Bild, jeder kennt es. Du in der Mitte, eindeutig als Frau zu erkennen, und um dich rum, aber wirklich wie so eine Leopardenbande, kommen die Jungs dann natürlich alle schwer tätowiert, große Fresse und so. Man denkt sich, oh Gott. Wie kann sie das überleben? Die werden sie zerfleischen. Das ist natürlich eine Situation, in die kann sich mancher Vorstand durchaus reinversetzen. Ja? Also nicht auf dem Platz, aber so ähnlich. Ne? Man nennt es Gewerkschaften, man nennt es Medien, wie auch immer. Und wie genau kannst du dich dann, wenn diese Aggressionen auch auf dich einprasseln, die ja nicht wirklich vernunftgeleitet sind, was tut man da? Also willst du ja nicht am liebsten abhauen? Ja, Fluchtmodus greift da aber nicht, sondern tatsächlich, je hektischer es um mich rum wird und je emotionaler Menschen um mich rum werden, desto wichtiger ist es für mich, gelassen zu bleiben, ruhig zu bleiben,
meine Mitte zu finden, so der zentrale Punkt zu sein, an dem sich alle ein Stück weit auch orientieren können. Und diese Klarheit und diese Berechenbarkeit gibt Menschen Halt und Orientierung. Und auch dann kommen die wieder zur Ruhe und orientieren sich an den Vorgaben, die ich dann eben auch mache. Das klingt jetzt erstmal ganz vernünftig, was du sagst, aber wenn Emotionen im Spiel sind, dann hast du ja wirklich nur Zehntelsekunden Zeit, um deine Mitte, dein Zentrum zu finden. Gibt es da irgend so ein Mantra? So, meine Frau ist Psychologin, die arbeitet ganz gern mit so Sätzen, die man sich dann genau in solchen Situationen, also ich bin ein Fels, ich bin ein Baum, eine Eiche oder so. Hast du da so Tricks in solchen Momenten? Die setzen bei mir schon vorher ein. Also ich fange nicht in dem Moment damit an, sondern schon in der Kabine, bevor ich aufs Feld rausgehe, dass ich wirklich für mich auch mit Atemtechniken nochmal meine Mitte definiere und zu sagen, okay, warum bin ich denn eigentlich hier? Wo liegen meine Stärken? Warum bin ich die beste Person für diesen Job in dem Moment? Und mit diesem Selbstbewusstsein und mit dieser Mitte dann auch rauszugehen und allen Herausforderungen, die mir ja auch spontan begegnen können. Ich kann die ja nicht alle vorbereiten. Es passiert ja immer wieder was Neues, immer wieder Situationen, denen ich so noch nie begegnet bin. Aber diese Vorbereitung von den 95%, die ich aus Erfahrung schon kenne, gibt mir diese Gelassenheit, den 5%, die vielleicht neu sind, anders sind, die ich so noch nicht erlebt habe, mit großem Selbstbewusstsein zu begegnen, weil ich weiß, dass ich auch diese Situation mit den Methoden und Fähigkeiten, die ich habe, locker werde meistern können. Gab es da jemals eine Situation, wo du jetzt so richtig Schiss hattest? Weil jemand drohte, handgreiflich zu werden oder es waren einfach zu viele? Oder? Nein, die gab es tatsächlich nie. Man muss dazu sagen, dass du eine gewisse Grundausbildung auch von Berufswegen mitbringst. Du bist gelernte Polizistin, hattest jetzt aber, musstest nicht bei Corona-Demos für Ruhe und Ordnung sorgen, oder? Nein, ich bin Polizeibeamtin, aber in den letzten Jahren im Innenministerium tätig. Und auch dort gilt es natürlich, diese Krisenintervention, Corona, wie gehe ich mit so einer Pandemie um, auch als Ministerium, welche Unterstützungsmaßnahmen fahre ich, wie stelle ich mich auf, begegne ich den neuen Herausforderungen möglichst schnell und stelle auch meine Organisation möglichst schnell und belastbar darauf ein. Also Krise zeigt, glaube ich, ganz deutlich, wie Menschen bereit sind, sich auf neue Situationen einzulassen und wie schnell sie in der Lage sind, Situationen zu begegnen. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir schon verstanden haben, dass es nicht hilfreich ist, sehr, sehr lange über die Situation zu klagen und uns zu bedauern und das alles ganz fürchterlich zu finden. Das ist auch in Ordnung und es hat auch sein Recht und seinen Platz. Aber wir können diese Zeit eben auch darauf verwenden, zu gucken, okay, wenn die Situation so ist, wie sie ist, wie möchte ich denn damit umgehen? Wen möchte ich denn dann auch an Bord wissen? Welche Unterstützung wünsche ich mir und wie stelle ich mich auf? Also möglichst schnell dann auch den Drive zu finden, das Glas ist halb voll und was mache ich jetzt mit den Möglichkeiten, die ich habe? Du bist im niedersächsischen Innenministerium gerade zuständig dafür, die Sportvereine, ich sag mal auch mit finanziellen Mitteln, durch diese Monate irgendwie durchzucoachen, durchzubetreuen. Was fällt dir gerade im Breitensport auf? Sind so die größten Verwerfungen, die du gerade Corona-bedingt erlebst? Was natürlich unfassbar schade ist, ist, dass der Breitensport in der Art und Weise aufgrund der Kontakte natürlich kaum durchgeführt werden kann. Dass gerade Kinder und Jugendliche jetzt sehr stark eingeschränkt sind durch die Verordnung, die wir Land auf Land ab durchführen müssen, um dem übergeordneten Ziel, nämlich den Kontaktbeschränkungen, möglichst Raum
aufzugeben. Also das steht an allererster Stelle und darauf müssen wir uns, glaube ich, immer mal wieder fokussieren. Was ist denn unser Ziel? Wo wollen wir hin? Wir wollen diese Pandemie einschränken. Wir wollen das tun über Kontaktreduzierung. Wo findet viel Kontakt statt? Natürlich auf den Sportplätzen unserer Nation. Und da dann einfach genau zu gucken und Rahmenbedingungen und Richtlinien zu schaffen. Dass es dann immer schwierig ist, weil es Einzelfallbetrachtungen gibt in verschiedenen Sportarten, ist, glaube ich, auch jedem klar. Aber da gilt es dann eben zu gucken, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und das übergeordnete Ziel einfach dann nicht aus den Augen verlieren. Die böseste Frage habe ich mir natürlich für den Schluss aufbewahrt, liebe Bibiana. Nur mal angenommen, du wärst Bundestrainerin, nur mal ganz fiktiv. Wie würdest du diese Mannschaft wieder auf Trab bringen? Das ist ja immer, wenn Umbrüche stattfinden, sind es ja ganz neue Situationen. Umbrüchen muss man sich, glaube ich, positiv widmen und man muss ein Ziel definieren, wo möchte ich denn hin? Und dann muss man sich immer wieder die Frage stellen, jede Umsätze, jede Personalveränderung, bringt mich das meinem Ziel näher? Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, ja, das bringt mich meinem Ziel näher, dann ist es eine geeignete Maßnahme und sollte durchgeführt werden und umgesetzt werden. Wenn es aber nur eine Frage gibt auf diesem Weg, die ich mit Nein beantworten muss, bringt mich das meinem Ziel näher? So gern ich das machen würde und so viel Spaß ich daran habe, wenn ich diese Frage mit Nein beantworten muss, dann muss ich die Maßnahme fallen lassen und dann muss ich meine Arbeitsenergie und meine Arbeitskraft auf andere Fragen lenken, die ich klar und eindeutig mit Ja beantworten kann. Also auch da bringt mich das, was ich gerade tue, meinem Ziel näher, ja oder nein? Und dann entfernt man sich nämlich auch so ein bisschen mal aus seiner Komfortzone und ist auch bereit, für neue Maßnahmen und neue Entwicklungen immer wieder auf diese Frage zurückzukommen. Komfortzone, gutes Stichwort, ganz zum Schluss. Ich gehe mal davon aus, dass du als Videoschiedsrichterin immer noch relativ viel unterwegs bist. Hast du jetzt mehr Freizeit? Musst ja auch weniger trainieren, weil du nicht immer diese albernen Fitnessprüfungen da machen musst, die übrigens ganz schön anspruchsvoll sind. Das darf man nicht unterschätzen. Also du warst eine richtig gute 400-Meter-Läuferin zwangsläufig, ob du wolltest oder nicht. Was machst du mit der vielen Freizeit? Hast du Pläne? Willst du niedersächsische Innenministerin werden, wenn Herr Pistorius nach Berlin wechselt? Also ich bin immer voller Pläne, fairerweise, weil ich liebe das Leben. Ich finde es unglaublich spannend. Ich begegne wahnsinnig gerne Menschen. Ich finde, das inspiriert. Ich finde, das ist alles so vielfältig und birgt so viele Chancen. Also das finde ich ganz großartig. Ich genieße das im Moment als Videoschiedsrichterin, da meine Erfahrungen weiterzugeben. Mal gucken, wie lange ich das mache. Und eins steht sicherlich für mich fest, dass ich all meine Erfahrungen, die ich als Schiedsrichterin gemacht habe, wie auch immer geartet, weitergeben möchte. Und dass ich dieses, ja, vielleicht auch Potenzial nicht verschütten lassen möchte. Und dass ich vor allem auch Mädchen und jungen Frauen auf ihrem Weg, das kann in der Schiedsrichterei sein, das muss aber nicht in der Schiedsrichterei sein, Unterstützung und Support geben möchte, um ihren Weg einzuschlagen und ihre Berufung zu finden. Denn das war mein größtes Glück, dass es Menschen gab, die mich dabei unterstützt haben. Meine Damen und Herren, das war die faszinierende, großartige Bibiana Steinhaus. Die einzige Chance für die nächste EM oder WM wäre es gewesen, dass eine deutsche Teilnahme dabei gewesen wäre. Leider nicht. Ich gebe zurück an Roland Festering.